meine Damen und Herren, und ich gebe nahtlos weiter zu einem sensationellen Live-Act mit Pete Glocke. Ja, Herrschaften, ich begrüße Sie recht, aber heute hier zum, Herr Glocke kann leider, deshalb wir grillen ja, ich wohne, deshalb meine, ich werde das für Sie machen und begrüße Sie recht herzlich hier zum kleinen musikalischen Fernsehseminar mit dem, guten Appetit, Titel Die Harfe als Ausdrucksmittel höchster sexueller Enthaltsamkeit. Ja, wieso? Wer eine hat? Ja, auf jeden Fall, vielleicht, Herrschaften, das geht alles von Ihrer Zeit ab. Also, mein Name ist Professor Schmidt, hallo. Hindemith, von der Tannhäuser Universität, ich habe von Musik, aber ich versuche das Ihnen so schön. Also, ja, übrigens heute nur mal so privat gesagt, es ist ja Gott sei Dank, aber bis gestern, Herrschaften, das ist bei mir ab Oktober, wenn so, ja, um 14:45 wird es so ein bisschen hell, Nachmittag und um 3:30 können Sie schon wieder, das ist, und ich habe einen Bekannten, der ist Arzt, und den habe ich mal, mein Magen, dann habe ich, und der meinte, ja, da brauchst du dir nichts, da brauchst du mir hier nicht die Praxis zuzustellen, das ist die Winterdepression, und da, er hat mal 2 Semester Germanistik, aber hat er auch, Gott sei Dank. Und dann baut er sich so auf in seinem Kittel und sagt dann zu mir, ja, mein Freund, das Licht an der Helligkeit, ja, ich sage, woran das Licht, das ist mir, auf jeden Fall, da hat er mir so eine Creme, ich sage es ja nur mal, dass ich nicht, den Namen habe ich auch vergessen, das war so ein Glühwürmchen-Extrakt. Also ich habe den Namen, und das sollte den Poren Helligkeit vorgaukeln. Das muss man, das war sowieso die Schwierigkeit, das sollte man vor dem Aufstehen, wusste überhaupt nicht, wo ich das hinlegen sollte. Ist auch egal, auf jeden Fall, das sind so, ja, und dann sagten Freunde, ja, Professor, wie du auch schon wohnst, nicht wahr, das Zuhause da, da gibt ja einen Grauton, dem nächsten die Klinke. Und schaff dir doch mal, da muss irgendwie eine Farbe mal. Ja, das habe ich. Ich habe mir dann so eine, ich denke grün, das wird auch bei Operationen. Da habe ich mir so einen Baum, so eine Blume, ich habe den Namen, habe ich auch schon wieder. Das sind diese, die so schnell wachsen. Wissen Sie, da ist immer besser, wenn Sie den Hausschlüssel dabei haben, sonst kommen Sie gar nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, ich sag's ja nur, die hatte ich 3 Wochen. Was das für eine Fahrerei war. Ich habe Gott sei Dank einen Wagen, der nicht so viel Sprit. Ich wohne hier in der Nähe von Lenggries. Und ach so, jetzt muss ich erklären, wieso. Das ist doch immer so, dass in dieser Blumenerde, Herrschaften, in der Blumen, da stecken doch immer diese kleinen Schildchen. Da steht dann drauf, wie die heißen und was Beruf des Vaters und was weiß ich. Also, und in den 3 Wochen, das müssen Sie mal ausrechnen, wie viele Kilometer, da stand drauf, 3-mal wöchentlich gießen. Und jetzt bin ich, ja, und ich kenne da überhaupt keinen. Ich habe da soll ich meine Herrschaften, bitte. Und dann sagte jetzt im Januar, sagte jemand zu mir, ja, du bist der typische, schaff dir mal ein Tier an. Aber das habe ich, weil die 2 Tage werde ich nie vor. Am Freitag hatte ich mir so einen kleinen, wie heißen die? Ist auch, auf jeden Fall. Am Samstag hatten wir Besuch und wir Erwachsene sitzen so im Wohnzimmer. Und plötzlich ist Schelt, da kam von unten, die kann ich vor Frau Wittberger nach. Und da, in den hat die den Kopf. Das war, und ja, was war da passiert? Wir Erwachsenen so. Und die Kleinen hatten da sofort den Käfig aufgemacht, dieses kleine, wissen Sie, das ist so ein Tier, das sind die, die immer blind an der Autobahn mitgenommen werden wollen. Ja, nicht Rehe, ist auch egal, auf jeden Fall. Das Tier da raus, und dummerweise hatte ich,
meinen Anzug auf dem Stuhl neben dem Käfig. Ich könnte mich heute noch. Und dann haben die das Fenster aufgemacht, die Hosenträger hier, an denen, Sie kennen doch dieses Bungee-Springen. Und dann haben die, und Frau Wittberger, die sitzt unten im Fenster und guckt, ob auch alle falsch geparkt haben. Da kommt immer dieses Kaninchen rauf und runter. Ja, Herrschaft, ich kann, ach so, ich wollte, das ist jetzt, ich wollte ja zum Thema kommen. Das nur mal so, falls Sie, also, ja, Herr Klocke, warum er nicht da ist, wollte ich noch sagen, er ist gestern, das kann man gar nicht, das muss man sich mal auf der Zunge vorstellen. Er hat, da geht der Mann einen Tag vor diesem schönen Fest, geht er noch ins Schwimmbad und er wird jetzt morgen operiert, rufen Sie jetzt nicht mehr an, der liegt wahrscheinlich schon. Und da ist er, aber die schwimmen auch heutzutage alle, wir mussten ja früher noch, der ist von einem, das muss man sich mal vorstellen, von einem Kleinkind angeschwommen worden und hat da wohl die Schwimmhilfe irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, aber ich soll Ihnen noch sagen, dass er ab März, freitags und dienstags das Seminar macht. Bitte kommen Sie recht zahlreich mit dem Titel, das habe ich mir aufgeschrieben, weil das kann man. Linksdrehende Geschlechtsorgane beim geklonten Schlauchpilz. Ja, wahrscheinlich kann er das im Fahrradkeller abbauen, da kommt wahrscheinlich keiner. Ich muss jetzt mal runter. Vielen Dank. Nein, kein Bier, ich bin, ich mache gerade eine Askese. Vielleicht können Sie mir da irgendwas anderes. Ja. Professor Schmidt in de Witt. Ja. Ja, das ist... Wunderbar, lass es nicht schmecken. Danke. Aspirin dazu. Herr Professor Schmidt-Hindemith, das war jetzt ein kurzer Ausschnitt aus einem an sich einer viel komplexeren Vorlesung. Ja. Wie lange dauert die normalerweise? Ach. Ja. Unsere, Herr Professor. Wenn wir mal kräftig anstoßen. Ja. Heute leben wir aber ins Aus und Braus. Ja, das, wenn man